Guten Tag, meine lieben Zuhörer und neuen Abonnenten. Erstmal recht schönen Dank dafür. Heute haben wir den 20. August 2024 und ich habe gestern Abend die Heute-Nachrichten gehört. Da war ja erstmal der Professor Korte, Politikwissenschaftler, der für mich ein alarmierendes, erschreckendes Bild über Olaf Scholz, über die Kanzlerschaft, über die Ampelregierung. Eigentlich habe ich mir nachher gedacht, müsste die Regierung doch zurücktreten, wenn man hier, und da konnte ich nur zustimmen, aber man macht ja so weiter, alle kleben fest, der Haushaltsplan hat immer noch Lücken von 3 Milliarden Euro, hier und da wird irgendwann nur Gelder hingeschoben. Aber das war nicht das Schlimmste. Das Schlimmste war nachher, was Nancy Faeser da, da mache ich euch jetzt der Hauptteil drüber. Die Bundespolizei hat die Jahresbilanz, hat Frau Nancy Faeser da in Rostock hier bei der Marine die Zahlen veröffentlicht. Für mich ein verheerendes Bild und wer dafür verantwortlich ist, die haben wir da gestern gesehen, Nancy Faeser ganz klar ist hierfür verantwortlich für diese Zahlen, die ich euch gleich zeigen werde in diesem Video und nochmal danach hier nochmal aufgeschrieben und im Vergleich hat nochmal Tichys Wecker heute Morgen die Zahlen nochmal ein bisschen ergänzt. Da wird mir Angst und Bange, wenn ich ins nächste Jahr denke und ich kann mir nicht vorstellen, dass das hier in 2024 hier besser wird, weil ja immer noch Illegale hier einwandern, wir machen die Grenzen nicht zu, wir schieben nicht ab und alles ist ja als Willkommenskultur, alles darf hier einwandern, da muss man sich nicht wundern, wenn die innere Sicherheit weiter kaputt geht. Und dann noch eine erschreckende Nachricht, das mit Wachter, wo 4000 Stellen auf der Kippe standen. Und jetzt hat wohl der Staat hier eingegriffen oder Porsche steigt ja wohl bei Wachter ein mit neuen Batterietechnik und irgendwelche Milliardenhilfen. Aber, so viel ich das mitbekommen habe, ist der Wert, die Aktionäre werden alle enteignet, bekommen keine Dividende mehr ausgezahlt und der Aktienwert ist von 190 Euro pro Aktie auf 1,80 Euro gefallen. Das erinnert mich damals, wo ich auch hier viele Wertpapiere hatte, an die Telekom, wo man da mit 90 Euro eingestiegen ist und nach 3 Jahren sind die, glaube ich, auf 50 Cent gefallen. Da habe ich sehr viel Geld verloren und seitdem lasse ich auch die Hände von Wertpapieren, weil man kann Gewinne machen, man kann aber auch sehr viel verlieren, wie wir jetzt im Fall Wachter sehen oder halt in anderen Bereichen. Man muss da immer auf der Hut sein. Das kann so schnell gehen, dass hier der ganze Aktienmarkt, der sowieso überbewertet ist, die Häuser, die Immobilien, alles überbewertet. Da wird noch eine Riesenblase platzen, weil die Welt ist so hoch verschuldet, das kann keiner mehr zurückzahlen. Hier das Welteinkommen, sage ich mal, liegt bei 60 Billionen und die Wertpapiere, die Werte, die an Casino, kann man schon bald sagen, an der Börse gehandelt werden, ist um ein 10, 15-faches höher. Das sind ja keine realen Werte mehr und das ist alles unfassbar, wie hier das immer weiter nach oben geschraubt wird. Ich habe jetzt gehört, dass die Europäische Union über die EZB 3 Billionen Dollar an Schulden hat. Und Amerika hat, glaube ich, 350 Billionen Euro an Dollar, Entschuldigung, an Schulden. Das muss man sich mal vor Augen führen. Wer soll das denn je zurückzahlen? Wann platzt denn die Blase? Und dann kommt dann nachher der Spruch von dem Weltwirtschaftsforum, Klaus Schwab, wir werden alle glücklich sein, wenn wir alle enteignet sind, wenn wir keinen Wohlstand mehr haben, keinen Wert mehr haben, kein Geld mehr haben, wenn wir nichts mehr haben, dann werden wir glücklich sein. Nur das gilt nicht für alle. Ich sag mal, die mega, mega Reichen, die haben dann, was sie verteilen können, die Lebensmittel, die Nahrungsfelder, die Grundstücke, die Immobilien, die Gesundheitsmedikamente. Das liegt dann alles in den Händen der Reichen und die werden immer reicher und die Armen auf der Welt immer mehr. Sowohl in Deutschland, sowohl in Europa, sowohl in Amerika, sowohl weltweit. Aber das ist nicht das Hauptthema. Das Hauptthema ist jetzt hier Nancy Faeser. Wer neu ist, kostenlos Abo. Teilt das Video, schreibt Kommentare drunter. Sonst wird die Einleitung da viel zu lange. Aber über die heute Nachrichten gestern kann man bald diskutieren.
Warum wird hier nicht geändert? Warum passiert hier nichts? Warum wird hier noch in die Kamera reingelächelt, als wäre das hier alles Peanuts wären? Ich finde das unfassbar, dass so eine Frau Nancy Faeser hier nicht zurücktritt, dass nicht die ganze Ampelregierung hier zurücktritt und dass hier eine andere Politik mit mal langsam gemacht wird. Aber es wird eh knallen. Wir werden sehen, wie sich das in den nächsten Monaten und Wochen hier auswirkt, was hier noch alles passiert. Aber gehen wir jetzt mal zu einem Bericht, der ist nur kurz, und dann präsentiere ich euch mal die Zahlen von der Bundespolizei vom letzten Jahr, und da schon erschreckend, aber die Heute Journal in dem Bericht kommen nicht alle Zahlen vor. Ich habe noch ein paar mehr dabei, also bleibt bis zum Schluss dran. Also ich war schockiert. Und ich sag mal, los geht's in den Bericht hinein. Die GSG 9 rauscht vorbei an ihrer Chefin im Seegebiet vor Rostock. Einsatz für die Ministerin. Die Bundespolizei will zeigen, wie ernst sie die aktuelle Sicherheitslage nimmt. Mit einer Ausfahrt des neuen hochseetauglichen Einsatzschiffes. Schutz deutscher Außengrenzen, die Aufgabe, von Ermittlungsarbeit bis Terrorbekämpfung. Vor der Abfahrt an Deck präsentiert Faeser besorgniserregende Zahlen aus dem Jahresbericht der Bundespolizei. Auch im letzten Jahr bestimmte die irreguläre Migrationslage den Alltag der Bundespolizei. Im Bereich der unerlaubten Einreisen und Schleuserkriminalität waren Höchstwerte zu verzeichnen. 127.549 unerlaubte Einreisen gab es nach Deutschland, ein Plus von 39% gegenüber dem Vorjahr. Bei Sexualdelikten ein Plus von 14,9%. Bei Gewaltdelikten plus 10,6%. Bei Straftaten insgesamt Höchststand seit 2012. Das Ergebnis verfehlter Ampelpolitik wettert die Union in Berlin. Faeser verteidigt vorübergehende Grenzkontrollen zu Polen, Tschechien und der Schweiz. Das war ein richtiger Schritt. Ich stehe nach wie vor dazu. Und ich kann Ihnen versichern, dass ich diesen auch weiter aufrechterhalten werde. Und zwar, solange sie notwendig sind. Kritik an Faeser kommt von der Gewerkschaft. Kontrollen über viele Monate, das sei personalintensiv bei insgesamt vielen Belastungen. Unsere Auffassung ist, dass eine verstärkte Fahndung im Grenzraum viel, viel effektiver ist als eine statische Kontrolle, weil die werden dann auch gleich wieder umgangen. Und wir wollen ja, ich sag mal, die Hintermänner, die Schleuser, die wollen wir ja dingfest machen. Ein Höchststand auch bei Messerdelikten, so der Jahresbericht. 555 Mal wurden Messer in Zügen oder Bahnhöfen eingesetzt. Bemerkenswert dabei, dass in Relation zur Gesamtbevölkerung Nichtdeutsche statistisch 6-mal häufiger zum Messer greifen bei einem Angriff als deutsche Staatsangehörige. Mann über Bord Manöver bei der Sicherheitstour mit der Küstenwache. Auf See fehle es bislang an Personal, Attraktivität und Überwachungstechnik, so die Gewerkschaft. Mit 1.000 zusätzlichen Stellen soll die Bundespolizei nun gestärkt werden und laut Haushaltsentwurf auch mit rund 300 Millionen Euro zusätzlich pro Jahr. So, meine lieben Zuschauer, ich fasse jetzt nochmal zusammen die Zahlen, die hier Nancy Faeser genannt hat. Also wir haben 130.000 illegale Einwanderung in 2023, aber ich wette, das ist wesentlich mehr. Ich wette mit dir, dass wir hier fast 400.000 illegale Einwanderungen haben, wenn jeden Monat kommen 10.000 illegal, dann passt das schon über die Grenze nach Deutschland, und die schon hier sind seit 2015, das muss man ja alles mal aufaddieren, weil wir schieben ja nicht ab. Das ist eine Steigerung zu 2022 von 39%. Und das geht ja in 2024 so weiter. Dann Sexualdelikte, 2.500 im Jahr, muss man sich mal wegtun. Fast jeden zweiten Tag eine Vergewaltigung. Das sind 15% zu 2022. Dann, was war hier, Gewalttaten insgesamt. Ich habe auch noch ein paar mehr Zahlen von Tichy Wecker von heute Morgen. 32.000 generell Gewalttaten. Das ist ein Anstieg von 10%. Dann sagte ja nachher hier der, ich weiß gar nicht, wie hieß er, von der Gewerkschaft, dass die Kriminalität unter Ausländern 6-mal höher ist als unter den deutschen Staatsbürgern. Also es geht eine sechsfache
höhere Gewalt aus von Nichtdeutschen. Alle, die hier illegal einwandern, haben eine hohe Kriminalität mit Messerattacken, Angriffe auf Polizisten. Ganz, ganz erschreckend, finde ich. Und die Bundespolizei ist ja dafür verantwortlich, für die sicheren Grenzen, für Bahnhöfe und Flughäfen zu schützen. Und die meisten Delikte, haben wir ja gehört, ist hier an deutschen Bahnhöfen und in Zügen und Straßenbahnen und Bussen. Die darf man ja auch nicht vergessen. Und auch hier im ländlichen Bereich. Da hat hier Tichy eine Statistik, dass hier Hannover 46 Messerattacken, dann kommt Frankfurt mit 44 Messerattacken, Hamburg mit 42 und Düsseldorf und Dortmund mit 40. Darunter sind ja die kleinen Bahnhöfe noch gar nicht aufgeführt, wie Hagen, Saarbrücken, Bremen, Köln. Das sind ja auch noch Delikte. Und es sind ja auch sehr viele Delikte, die uns gar nicht gemeldet werden. Selbst die Zahlen alle, hier drei Stück. Und ich habe ja bei Tichy, müsst ihr mal reinhören von heute Morgen, habe ich noch wesentlich mehrere Zahlen. Erstmal, die Kriminalität ist so hoch wie seit 12 Jahren nicht mehr. Das sagt Tichys Wecker. Dann 3000 Angriffe auf Bundespolizei oder auf die Polizei generell. Ne? Und dann haben wir 800.000 Delikte in Summe. Das sind 12% mehr als 2022. Dann haben wir 390.000 illegale Aufenthalte in Deutschland. Ein Anstieg von 38%. Und das wird in 2023 oder jetzt in 2024 ja nicht anders aussehen. Ne? Taschendiebe, Taschendelikte, also Diebstahl, 28.000, ein Anstieg von 16%. Vergewaltigung haben wir ja gerade gehört, 2.500 im Jahr, Anstieg von 15%. 555 Angriffe durch Messer, Anstieg durch 10%. Verbrechen pro Tag, 2.165. Ne, das hauptsächlich an Bahnhöfen und Zügen. Und da sagt dann hier Nancy Faeser, als Rettung müsste man die Einwanderung nicht nur auf Deutschland verteilen, aber solange wir hier Geldleistungen zahlen und die Flüchtlinge als Fachkräfte ansehen und dass sie besser behandelt werden als deutsche Bürger, dann muss man sich nicht wundern, wenn die hier mit ihren Familiennachzügen, jetzt ich sag ja, nicht alle, aber sehr viele, das sind ja schon bald eine Quote von 60-40, wo 40% kriminell sind. Und die werden ja immer mehr, weil die, das spricht sich ja bei denen in deren Ländern rund, dass man hier illegal Geld, dass man hier wohnen kann, nach 3 Jahren Pass bekommt und dann hier nicht verurteilt wird, wenn man unter 18 ist, hat man hier eine freie Karriere mit Diebstahl, Ladendiebstähle, Vergewaltigungen und Messerangriffe und alte Leute werden hier ausgeraubt und überfallen. Und das ist erst der Anfang. Das sage ich ja auch immer in meinen Videos. Wir werden uns noch wundern, da reichen nicht 1000 zusätzliche Polizisten und 3 Millionen Euro für die Bundespolizei. Das ist Perlen, das ist alles, das wird verpuffen, das wird keine Auswirkungen haben. Nochmal, ganz klar, es darf keiner mehr einwandern, die Grenzen müssen zu sein, egal was Europa sagt, das macht Ungarn genauso, das gleiche gilt ja auch für Österreich, keinen annehmen aus Schweden und aus den Niederlanden, die ja jetzt alle hier nach Deutschland hin abschieben. Und wir haben hier die ganzen Kriminellen. Wir werden die hier schon wohnen, die 390.000, die werden wir gar nicht mehr los. Die sind teilweise schon Deutsche, die haben einen deutschen Pass und sind dann hochkriminell, können vielleicht kein Wort Deutsch, haben nichts mit unserer Kultur, mit unseren Traditionen zu tun, haben aber den deutschen Pass. Und den kann man natürlich auch wieder abnehmen. Das ist meine Meinung dazu. Und dieses weiche mit Fachkräfteeinwanderung. Fachkräfte kommen nicht mit den Schlauchbooten und nicht illegal über die Grenzen. Die müssen erstmal einen Test bestehen. Die müssen Deutsch können. Und die müssen hier auch Arbeit haben und mindestens 3 Jahre arbeiten, damit die erstmal Anspruch haben auf Sozialleistung. Wie das bei den Deutschen ja auch gilt. Ich muss ja, wenn ich jetzt kriege ich ja auch, ja gut, Sozialhilfe, aber ich bin ja hier Deutscher, aber ich muss ja erstmal 1 Jahr arbeiten, um Arbeitslosengeld 1 zu bekommen. Also ich habe ja auch schon eingezahlt oder unserer Eltern.
Aber bringt da erstmal unsere Schüler, die Deutschen, die hier geboren sind, bringt die da erstmal in Arbeit, Lohn und Brot. Und wenn man dann hört, dass Wachta, ZF, Bosch, und die ganzen Autozulieferer, teilweise die Autofirmen selber oder hier BASF, überall Stellen abbauen, alles wandert hier ab. Wir haben hier einen Arbeitsplatzverlust und keiner, da kommen ja keine hochqualifizierten Leute. Ich weiß gar nicht, aber wie gesagt, das wird irgendwann mal richtig zerplatzen und dann haben wir hier Londoner Verhältnisse, dass es hier zu Verteilungskämpfen in Wohnungen, über Lebensmittel, mit Medikamenten, bei den Arztpraxen, dass das hier zu Verteilungskämpfen kommt. Davon ist ja, das ist ja eine logische Schlussfolgerung, wenn hier nächstes Jahr 500.000 Illegale wohnen und dann 600.000. Jedes Jahr 100.000 mehr, dann können wir uns hier ausrechnen, wann hier das hier kippt, wann hier die arabischen Mitbewohner, die das Gedankengut, die Mehrheit haben und in den Stadtteilen, wo die Mehrheit haben, für die Deutschen, für die Christen, die da wohnen, das ist die Hölle auf Erden. Wenn sie nicht konvertieren, müssen sie quasi weg, werden die weggedrängt oder werden vielleicht ermordet oder richtig massakriert. Ich möchte nicht erleben, was ich hier in manchen Stadtteilen, Altenessen, Duisburg, Marxloh oder generell im Ruhrgebiet, Hagen oder Bottrop, Gelsenkirchen, Dortmund, was sich da teilweise abspielt. Oder in Saarbrücken, das ist ja genauso schlimm da unten. Oder Bremen, Hamburg, Berlin. Aber Hannover, 46 Messerdelikte, wo die SPD und die Grünen regieren. Ja, irgendwas läuft hier falsch, irgendwas muss hier passieren. Aber wie gesagt, der Deutsche wählt ja immer das kleinere Übel. Also mich wundert ja schon, dass so viele noch die SPD wählen und so viele noch die CDU wählen, weil jetzt die CDU haben wir das ja zu verdanken mit der Einwanderung, mit der Energiepolitik und mit dem Verbrenner aus und, Kohleausstieg und. Und jetzt haben wir das Problem und hier die Ampelregierung macht den Deckel drauf. So kann man das sagen. Die sprengen alles weg, machen alles zu und keine Energie mehr. Mal schauen, wer uns demnächst hier noch mit Energie versorgt. Wenn hier der große Krieg ausbricht, haben wir hier wir müssen ja alles hier importieren, Medikamente, Kleider, Nahrung, das ganze Dosenzeugs kommt ja alles aus China. Wenn hier gesperrt wird, kriegen wir keine Rohstoffe mehr, keine Medikamente mehr, keine Kleider, keine Nahrung mehr. Dann möchte man sehen, was dann hier los ist. Dann haben wir hier die Verteilungskämpfe hoch 10. Das ist meine ganz große Befürchtung, weil wir alles hier aus den Händen gegeben haben, weil wir selber nicht mehr das Wichtigste herstellen. Da muss man sich nachher nicht wundern, dass das hier irgendwann mal explodiert. Okay, das soll es gewesen sein. Ist schon ein langes Schlusswort. Schreibt mal Kommentare darunter, teilt das Video und was sagt ihr zu den Zahlen? Muss die Frau Faeser da nicht zurücktreten? Muss die Ampel nicht zurücktreten? Bin mal auf eure Kommentare hier gespannt. Und ich sage dann, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Video.